Heute reden wir über den Erfolg der Klimaseniorinnen in Straßburg. Wir diskutieren die bundesrätlichen Massnahmen zu der UBS und wir schauen an, was es mit der Legislaturplanung vom Parlament so auf sich hat. Mein Name ist Matthias. Ich bin Cedric und das ist Meier Wermut am 15. April 2024. Letzten Dienstag hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg doch ein recht historisches Urteil gefällt, wo die Schweiz im Mittelpunkt steht. Sie ist nicht allein gemeint, aber trotzdem. Und zwar, kurz zusammengefasst, er sagt, die Klimakrise betrifft Menschenrechte, weil sie die Lebenssituation von Menschen negativ kann und wird beeinflussen, wenn Staaten zu wenig machen. Und er hat in dem Urteil Klimaseniorinnen gegen den Staat Schweiz beurteilt. Die Schweiz muss mehr machen, um gerade Seniorinnen und Senioren schützen vor der Klimakrise und damit die gesamte Bevölkerung. Das ist doch ein bisschen überraschend. Ein überraschend, aber vor allem auch wichtig sein, weil sie haben ja, wie gesagt, es ist die Gesundheit von den Klimaseniorinnen, die in Gefahr ist. Übermäßig in Gefahr ist, wegen der Klimakrise, gerade bei eben älteren Personen, Hitzewellen, die wir haben. Und da jetzt das internationale Gericht oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, wo die Schweiz ja auch Teil davon ist, also nicht fremde Richter, sondern ein Richter davon ist ein Schweizer, war, zum Urteil gekommen ist, dass die Schweiz zu wenig macht. Und das Urteil betrifft eigentlich nicht nur die Schweiz allein, sondern alle 46 Mitgliedsländer müssen sich eigentlich jetzt an das Urteil halten. Das ist schon noch faszinierend. Also einerseits finde ich beeindruckend, oder, wie die Gruppe von den Klimaseniorinnen das vorantrieben hat. Das ist, glaube ich, 8 Jahre her. Also du musst recht und 15 oder 16, ja. So etwas, ja. Um das anzuziehen. Auch finde ich beeindruckend dahinter Greenpeace und die ganzen NGOs, die das gezogen haben, unterstützt haben. Man muss ja zuerst einmal überhaupt auf die Idee kommen, mit so einer langen Frist so etwas planen. Und dann doch finde ich, eigentlich ist die Aussage so banal wie wichtig, finde ich lustig gleichzeitig. Also eigentlich, dass der Gerichtshof sagt, ja, selbstverständlich tut die Klimakrise, die den Planeten zerstört, Menschenrechte betreffen. Und ja, die Schweiz macht zu wenig, das wissen wir ja alles. Trotzdem, von einem Gericht festgehalten, hat es nochmals ein ganz anderes Gewicht. Und angesichts von dessen, muss ich ehrlich sagen, ich bin fast mehr überrascht gewesen von der völlig absurden Reaktion Teil von der bürgerlichen Seite. Bist du wirklich überrascht gewesen? Hey, in dieser Heftigkeit, ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen, es hat ja wie so ein bisschen zwei Schienen. Das eine ist, man muss ja sagen, ja, alle Schweizer Gerichte, die ja dem vorangegangen sind, oder der 8- oder 9-jährige Weg ist ja ein Gang durch Gericht gewesen. Ja, also natürlich, durch Schweizer Gericht und alle die Instanzen. Und dann erst kannst du eigentlich auf Straßburg von der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und all die Gerichte vorher oder all die Instanzen vorher haben eigentlich einfach das Anliegen nicht ernst genommen. Offensichtlich. Das sagt übrigens auch der Gerichtshof. Das sagt der Gerichtshof. Auch das wie weg ist, wenn das nicht, eben nicht ein relevanter Menschenrechtsfaktor wäre, das Recht auf Gesundheit. Und das heisst auch Schutz davor, dass die Klimakrise einem eben das Recht auf Gesundheit wegnimmt oder zumindest kann gefährden. Und das andere ist, warum die Bürgerlichen so übermäßig heftig reagiert haben, ist, glaube ich, schon, ja, du wirst halt einfach bei etwas mehr ertappt, wo du vielleicht auch weisst, wir haben halt wirklich in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu wenig gemacht, um Klimakrise bekämpfen, zu wenig gemacht für den Klimaschutz, auch für die Menschen. Und jetzt so ein bisschen zu merken, so geht es vielleicht dann nicht weiter. Ich glaube, es geht sogar noch eine Stufe tiefer. Ich habe mir das dann über das Wochenende überlegt, woher kommt das. Es ist ja wirklich, wie du sagst, eigentlich haben sie sofort das Ablenkungsmanöver gestartet. Mega. Jetzt auch in der Wochenendpresse. Offenbar ist das Problem nicht die Untätigkeit gegen Klimakrise, sondern der Gerichtshof, der die Frechheit hat, der das Politik quasi etwas vorzuschreiben. Ja, quasi so. Ja, wie wenn das, was mir übrigens in Klammern bemerkt, einer muss sagen, das genau macht ja der EGMR nicht. Der EGMR stellt nur eine Verletzung von Artikel 8 jetzt in dem Fall, insbesondere von der Europäischen Menschenrechtskonvention fest, überlässt es aber am Staat und der Bevölkerung, wie man auf das reagiert. Ich meine, wir stimmen im Juni über das Stromgesetz ab. Der EGMR hat nicht gesagt, wir dürfen nicht mehr abstimmen. Im Gegenteil. Nein. Wir sind ja im auf demokratischen Weg, Prozess. Ja, hoffen wir es, genau. Um das wieder zu korrigieren. Ich glaube, es trifft im Fall am Schluss irgendwo den religiöse Kern auf eine Art von der Liberalen und der Konservativen. Ja, das sehe, was meinst du mit dem? Die zulassen, kennen das nicht. Man hat ja keine Stirne grundsätzlich. Ja, ich weiss, auf was du hin willst. Natürlich, ihre Geschichte ist ja, seit 200 Jahren oder so gibt es eine untrennbare Verbindung zwischen Kapitalismus und Menschenrecht. Also zwischen dem Recht, sein Privateigentum ohne Einschränkung zu benutzen und dem Menschenrecht, zum Beispiel das Privateigentum auf Leben. Und eigentlich sagt der Gerichtshof, das funktioniert so nicht mehr.
wir können es nicht zulassen, dass globale Konzerne, Staaten, politische Eliten auf dem Altar vom Profit unsere Zukunft und die natürlichen Ressourcen zerstören. Schöne religiöse Sprache verwendet. Extra natürlich. Wir müssen das einschränken. Dass die Symbiose funktioniert so nicht. Man kann ein überspitzt sagen, die Zukunft ist entweder zumindest ungezügelter Kapitalismus oder der Schutz der Menschenrechte. Das geht so nicht. Und das trifft sie ganz tief im Selbstverständnis. Und ich glaube, die Ertappung geht relativ weit. Und es ist ja dann auch eine Reaktion, die so auf zwei Stufen war. Die eine Reaktion war insbesondere auch durch den zuständigen Bundesrat Albert Rösti so, ja, wir machen ja schon genug, wir machen ja schon alles, eben irgendein Stromgesetz und was wollen die eigentlich noch mehr von uns? So, wir sind ja auf dem Weg und Vorbildsrolle von der Schweiz, Punkt Klimaschutz. Was naja, schwierig zu beweisen wäre. Was sehr schwierig zu beweisen wäre. Und die andere Seite ist ja so, und da hat auch zum Beispiel der Präsident von der Mitte, der Gerrit Pfister, in die Kerbe geschlagen. Also, was wollen uns jetzt die Richter irgendetwas vorschreiben im souveränen Volk Schweiz? Ja. So in dem Stil. Genau. Und das finde ich schon, diese Ebene finde ich schon auch eine gefährliche Ebene, weil es auch ein bisschen so geschichtsvergessen ist. Ja, es hat ganz viele wegweisende Entscheidungen gebraucht, leider, durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, damit wir heute an dem Punkt stehen, wo wir stehen. Damit ich als junge Frau zum Beispiel da mit dir an dem Tisch kann auf Augenhöhe diskutieren, hat es vorher einen Kampf gebraucht für das Frauenstimmrecht. Und da ist die Menschenrechtskonventionsunterzeichnung ein wesentlicher Schritt überhaupt gewesen, dafür, dass wir das Frauenstimmrecht haben in der Schweiz. Und das einfach wie zu vergessen, jetzt so aus dem Nichts herauszufinden, so ja, da haben ein paar fremde Richter über uns entschieden und eben der Gerrit Pfister, der dann irgendwie so gefunden hat, dass missachtet, dass am Schluss in der Schweiz das Volk das letzte Wort hat und gar nicht mehr kann machen. Mhm. Doch, also Politik könnte mehr machen, weil sie auch ist 90% von allen Entscheidungen kommen gar nicht erst vor das Stimmvolk. So. Also im Parlament könnte man wesentlich mehr machen und auch selbst dann. Abgesehen davon tut man das jetzt so als etwas Exotisches darstellen. Also erstens mal haben alle europäischen Länder ein Verfassungsgericht. Man kann sich jetzt übrigens darum streiten, ob man das auch wettet. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob man das so wettet wie in Deutschland. Aber vielleicht musst du auch kurz erklären, was das also, für Konsequenzen hat, das Verfassungsgericht. Verfassungsgericht könnte, zumindest so wie es in Deutschland ausgestaltet ist, zum Beispiel ein konkretes Gesetz, das das Parlament verabschiedet, dann annullieren, weil es der Verfassung widerspricht. Ja. Das Verfassungsgericht in Deutschland hat jetzt zum Beispiel der aktuelle Haushalt, also die Budgetplanung von der Regierung für Ungarn, erklärt, wie es der Verfassung, der Schuldenbremse, der Verfassung widerspricht. Und das hat natürlich von Tag X auf den nächsten sofort Auswirkungen in der Realpolitik. Und das haben wir in der Schweiz eben nicht. Also wir haben quasi Sachen, die sich eigentlich in der Verfassung auch widersprechen können. Ja, für den Bund. Aber wir kennen es für Kantone. Also Kantone zum Beispiel, da kann man einen Kanton einklagen, wenn er sich aufgrund von einem Gesetz nicht an die bundesgerichtlichen Vorgaben halten. Da gibt es zum Beispiel Fälle, ganz berühmt, immer wieder Diskussionen, wie dürfen die Wahlsysteme in den Kantonen ausgestaltet sein, was das Bundesgericht sagt. Nein. Das Bundesgericht macht übrigens in der Regel dann das Gleiche. Es gibt Hinweise, was wäre verfassungskonform, aber es schreibt nicht einem Kanton ein Gesetz vor in aller Regel, sondern sagt dem Kanton, ihr müsst nochmal durch den demokratischen Prozess. Und nichts anderes macht der EGMR, als dass er sagt, hey, da gibt es eine Verletzung von dem Menschenrecht auf Privatleben, auf Unversehrtheit, auf Gesundheit, ihr müsst nochmal mit Büchern. Und dass das schon das triggert, das finde ich einfach krass, oder die Reaktion. Ich glaube, wenn Sie es positiv nehmen, was heisst das konkret? Wie können wir auch den Druck erhöhen, dass in der Schweiz etwas geht? Und da haben wir ja übrigens am genau gleichen Tag, am letzten Dienstag, ist der Standpunkt von unserer Klimafonds-Initiative, die wir zusammen mit den Grünen lanciert haben, veröffentlicht worden. Also über die Initiative werden wir abstimmen, wenn es einen Gegenvorschlag gibt im Parlament, der substanziell ist. Und ich glaube, das muss schon ein nächster Schritt sein, oder jetzt sagen, wir haben das Urteil, den Entscheid, von dem Gerichtshof. Und jetzt müssen wir in die Umsetzung kommen. Jetzt müssen wir das wie auch erfüllen. Und was heisst das konkret? Und da ist es klar, massive öffentliche Investitionen, damit wir den Klimaschutz auch wirklich stärken, damit wir wegkommen von Öl und Gas, wie das als Stromgesetz will. Und das braucht eine gemeinschaftliche Antwort. Gleich wie quasi die Klimaseniorinnen vorangegangen sind, um gemeinschaftlich etwas erstreiten, für uns alle, braucht sie jetzt gemeinschaftliche Antwort auf die Klimakrise, die wirklich heisst, Investitionen in Solarpanels, in den Ausbau vom öffentlichen Verkehr. Und global Verantwortung. Und global. Ja, das ist jetzt die Klimafondsinitiative. Ist noch nicht global. Die Klimafondsinitiative tut wirklich ausschließlich öffentliche Investitionen in der Schweiz tangieren.
die Wirtschaft zum Beispiel CO2-neutral zu machen. Die globale Verantwortung, da sind mit der Finanzplatzinitiative, wo mit Verbündeten am Ausschaffen sind, daran, dass die Schweiz da auch endlich ihre Verantwortung wahrnimmt. Klammerbemerkung, da wäre es sogar ein Rückschritt, wenn man die Finanzierung von der Ukraine-Hilfe so wird aufgleisen, wie das der Bundesrat ebenfalls letzte Woche angekündigt hat, nämlich auf Kosten von der sogenannten übrigen Entwicklungszusammenarbeit in anderen Ländern, wo es unter anderem gerade genau darum geht, die Folgen von der Klimakrise für die ärmsten Länder von dieser Welt können zumindest ein bisschen abzufedern. Bevor wir wechseln, ein Satz, wenn wir schon noch wichtig, glaube ich, muss sagen, einfach einen ganz herzlichen Dank an die Klimaseniorinnen und das Engagement, das nicht selbstverständlich ist, gerade auch für die ganze Gesellschaft und die NGOs, die das gemacht haben. Ich gebe ehrlich zu, wo die am Anfang gegangen sind, auch gedacht, lohnt sich das? Ich finde aber, das, was jetzt rausgeschaut hat als Feststellung, allein schon die Symbolwirkung, die konkrete, sehen wir noch, ist relativ beeindruckend. Vor allem das, was Sie als Seniorinnen erkämpft haben für zukünftige Generationen, also das Hand in Hand gehen mit unterschiedlichen Generationen, finde ich wirklich ein riesiger Verdienst. Absolut. Aber apropos Finanzplatz oder Verantwortung vom Finanzplatz, letzte Woche hat ja der Bundesrat 22 Massnahmen präsentiert, wie er die grösste Schweizer Bank, die UBS, will in die Verantwortung nehmen. Oder eben auch nicht. Wir haben eine Medienmitteilung verschickt als SP Schweiz, wo wir was geschrieben haben, die Bundesrätin Karin Keller-Sutter sagen UBS-Lobbyistin. Ja, genau. Ja, ist nicht überall gut angekommen. Kann man so sagen. Aber es ist wirklich nicht falsch. Einfach, wenn man jetzt schaut. Also ich finde, der Versuch war recht beeindruckend gewesen, kommunikativ vom Finanzdepartement. Sie sind nämlich wirklich auftreten, so mit dem Anspruch, wir zeigen jetzt harte Linien gegen die Banken, insbesondere gegen die UBS, und haben da einen Strauss von Massnahmen. Und es ist eigentlich, also kommen wir gleich dazu, es hat nicht nur negative Massnahmen drin, aber eigentlich der Haupttrick ist der, den man kennt, viele Massnahmen, 22 präsentieren und damit ein bisschen überdecken, dass in der Substanz doch, sagen wir, zumindest erhebliche Lücken bestehen bei dem, was man müsste regulieren. Es gibt Massnahmen drin, das ist nicht falsch, Stärkung von der FINMA, also von der Bankenaufsicht, das tragen wir alles mit. Aber gegen das Risiko von dieser Monsterbank und gegen den politischen Druck und Gewicht, das sie jetzt schon hat, gegen das ist schlicht und ergreifend keine einzige Massnahme vorgesehen. Und das ist verantwortungslos. Interessant habe ich ja vor allem auch gefunden, das ist jetzt der Vorschlag vom Finanzdepartement. Ja. Und dann hat sie ja, du hast gesagt, FINMA, also die Finanzmarktaufsichtsbehörde und die Schweizerische Nationalbank haben quasi wie auch mitgeschafft oder im Vorfeld mitdiskutiert und die haben eigentlich klar, was die Eigenkapitalanforderungen anbelangt, härtere Gangart verlangt oder gewünscht, aber das ist missachtet worden. Offenbar. Also es ist ein Artikel in einer Zeitung, wo offenbar die Unterlagen hat von der Vorberatung, von dem Mitberichtsverfahren, was auch immer. Also das ist normal, dass man quasi einen Vorschlag im Bundesrat gibt und an die Behörden, die betroffen sind, und die können sich äußern. Und scheinbar auch das Staatssekretariat für Wirtschaft, was mich sehr überrascht hat. Das ist eigentlich eher so der Hort vom liberalen Gedankengut, der gefunden hat, hey, das geht zu wenig weit. Das ist eine zu wenig klare Eigenmittelanforderung, und das ist öffentlich geworden. Und das ist doch der Grund, warum wir gesagt haben, da ist offensichtlich mehr reguliert oder will man mehr regulieren im Sinn von der UBS. Ich bin überzeugt, die UBS würde das Paket sofort unterschreiben jetzt, weil das ist wirklich das wenigste Schlimmste, was sie können erwarten. Das Drama kommt erst noch, ehrlicherweise, weil das ist noch kein Gesetz. Das kommt ins Parlament und wir wissen, so wie das Parlament jetzt zusammengesetzt ist, muss man keine Prophetin sein, um herauszufinden, dass wahrscheinlich das Parlament in der Tendenz eher noch mal wird abschwächen. Die UBS-Aktie ist aber in dem Moment, wo es verkündet worden ist, schon zuerst abgestürzt. Und Medienberichte haben dann im Nachgang zu dem gesagt, ja, es hat aber halt eben schon Massnahmen drin, wo die UBS werden wehtun, unter anderem die Massnahmen, dass sie höhere Eigenkapitalvorschriften haben für sogenannte Tochtergesellschaften von der UBS. Das kostet die mehrere Milliarden Franken, quasi an, wenn ich das richtig verstanden, Reserven, die sie jetzt mal wieder zurückstellen, was die Gewinnausschüttung an Reaktionärinnen und Aktionären wird verringern in den nächsten Jahren. Warum langt das nicht? Das ist sicher richtig. Also da geht es um die Frage vom internationalen Zusammenhang. Wie betrifft uns und andere Länder umgekehrte Finanzkrise, wo von einer Tochtergesellschaft ausgelöst wird? Das ist die sogenannte Vorschrift bezüglich der Parent Bank, nennt man denn das, also die ältere Bank quasi. Das ist auch nicht falsch. Aber das ändert an der Grösse der UBS in der Schweiz nicht. Und das zentrale Problem für die Schweiz in den nächsten Jahren ist, dass das eine Bank ist mit einer Bilanzsumme, die vielfach höher ist als das gesamte Staat.
Staatsbudget und das Bruttoinlandprodukt. Und wir haben schon relativ deutlich letztes Jahr gesagt, und mit uns eigentlich alle Expertinnen und Experten, die Bank als alleinige Grossbank ist zu gross für das Land. Man merkt jetzt ehrlicherweise hat schon allein. Das hat die SVP ja immer gesagt. Ja, gehabt. Natürlich. Man merkt jetzt, gerade an dem Beispiel, ist völlig recht, so der politische Einfluss. Ja, alle haben letztes Jahr geschrien, vor der Wahl, Klammerbemerkung, gesagt, wir müssen etwas machen. Dann hat die UBS ihre Propagandamaschine laufen lassen im Parlament. Komischerweise sind jetzt alle ihre Vorstösse schon wieder zurück im Parlament. Wir kennen den Film, wir haben ihn schon ein paar Mal gesehen. Und allein das zeigt schon, die volkswirtschaftliche Bedrohung ist nochmal ganz eine andere. Du bist ja in der Wirtschaftskommission, wo das wird beraten. Was sind so die drei Hauptforderungen, die du würdest, als erfolgreiche Anträge hineinbringen oder zumindest versuchen? Das kann ich noch nicht behaupten, als erfolgreiche Anträge. Also wir haben immer gesagt, es gibt wie so drei Ebenen. Das erste ist sicher, es darf nicht sein, dass Steuerzahlerinnen und Steuerzahler de facto einfach haftet für eine Bank, die zwar eine Privatbank ist, formell, aber real genau weiss, wir können machen, was wir wollen. Die Steuerzahler stehen dahinter und die Steuerzahlerinnen. Also muss das Risiko oben runter. Das Einfachste ist Eigenkapitalschrift, wirklich im Kern die Eigenkapitalquote aufschrauben. In der wissenschaftlichen Diskussion sagen wir zwischen 15% und 30%. Und das sind auch Liberale. Wir haben jetzt mal gesagt, 15 könnten wir leben. Das wäre schon mal ein grosser Fortschritt. Wir sind heute irgendwo bei 5 bei der UBS. Darf ich da ganz schnell unterbrechen? Ja. Weil das ist ja auch eine Forderung, die Mitpräsidentin Gerrit Pfister immer gebracht hat. Höhere Eigenkapitalvorschriften. Er hat, glaube ich, auch von 15% ja, 20 oder sogar von 20% geredet. Sein Fraktionschef, der Philipp Bregi, auch. Und ich meine, zusammen mit der Mitte, wir, die Grünen, müssen es eigentlich. Ja, schon knapp. Rein theoretisch müsste das eigentlich drin liegen. Ja, das ist so. Aber auch du in der Sozial- und Gesundheitskommission weißt, dass manchmal theoretische Mehrheiten sich in dem Parlament, gerade bei dieser Partei, nicht immer dann wirklich auch bewahrheiten. Ob sich, aber, ja, aber das ist die erste Forderung. Sorry. Wenn man wette, dann gibt es entsprechende Mehrheiten. Genau. Zweite ist, die Kultur von der Verantwortungslosigkeit beenden. Also ich meine ganz klar, das hast du ja öffentlich gesagt, Boni deckeln und die Löhne deckeln, es geht einfach nicht. Wir sind wieder zurück in einer Welt, wo die das Gefühl haben, wir sind Master of the Universe und who cares, bei Mermotti über 14 Millionen. Und das Dritte ist, man muss das Risiko aus dem Gesamtsystem rausnehmen. Es sind nicht nur Banken, wir haben Schattenbanken, wir haben extrem viel Spekulation in dem ganzen Finanzmarkt. Und die nächste Krise kann auch irgendwo an einem anderen Ort explodieren. Und das darf einfach nicht sein. Auf diesen drei Ebenen werden wir versuchen, vorwärts zu kommen. Und wie geht es weiter jetzt? Jetzt macht der Bundesrat aus diesen Massnahmen eine konkrete Vorlage, das heisst das Gesetz. Und das kommt dann in die Kommissionen. Das wird jetzt aber wahrscheinlich sogar noch etwa ein Jahr dauern. Also es kommt zuerst noch eine Vernehmlassungsrunde zu den Parteien. Genau. Also quasi die Vorlage, eine Vernehmlassungsrunde, dann wird es nochmal angepasst. Je nachdem. Und dazwischen kommt noch der Bericht von der Parlamentarischen Untersuchung. Kommission. Und in der Zwischenzeit hoffen wir, dass du bis nicht hops geht. Erstens mal das. Und die Strategie ist ehrlicherweise immer noch die gleiche. Alles möglichst weit hinterher schieben, damit der Schock nicht mehr so in den Gliedern ist, wenn man es dann beratet im Parlament. Apropos Parlament. Jawohl. Auch da. Vielleicht werden wir in den nächsten 4 Jahren noch über das eine oder andere diskutieren, wo in der Legislaturplanung steht. Das Parlament tut alle 4 Jahre auf Basis von einem bundesrätlichen Vorschlag eigentlich sich sogenannte so ein nennen wir das eigentlich ein Regierungsprogramm oder ein Legislaturprogramm schreiben, wo zum Teil hehre Ziele drin hat. Aber wenn man es dann noch eine konkrete Gesetzesvorlage will ummützen. Ja, okay. Also ist glaube immer schon, gell? Zumindest seit wir dabei sind, in der Sondersession behandelt worden, wo heute gestartet ist im Nationalrat, genau. Das ist so eine 3- oder 4-tägige Sondersession, die Sondersession heisst, aber jedes Jahr eigentlich stattfindet. Regelmässig, ja. Weißt du, was der Ursprung ist von dieser Sondersession? Nein. Die Idee war, dass man die Vorstossflut, die es gibt, abarbeitet und darum extra Tag macht. Der Witz ist, die Bilanz der letzten paar Jahre zeigt, man reicht gleich viele Vorstöße, wie man abarbeitet. In den 3 Tagen. Oder sogar mehr. Also, es hat sich jetzt als reguläre zusätzliche Session nicht etabliert. Muss vielleicht aber auch mal erklären, wenn man einen Vorstoss macht, sei das eine Motion, wo man eine Gesetzesänderung verlangt oder ein Postulat, wo man einen Bericht verlangt vom Bundesrat. Wenn der Vorstoss während 2 Jahren nicht beraten wird im Parlament, wird er eigentlich einfach abgeschrieben. Ja. Also es wird so da, wie wenn der gar nicht erst eingereicht worden wäre. Was schon recht frustrierend ist, und weil das zu einem grossen Teil von allen Vorstössen passiert. Das heisst, man schreibt Vorstösse, erhofft sich etwas und dann kommt es eigentlich gar nicht erst zur Diskussion. Und um das ein bisschen abmildern, hat man eben die Sondersession rein theoretisch. Wir haben auch die Pflicht, während jeder normalen Session, also Frühlingssession, Sommersession und so weiter, eine bestimmte Anzahl Stunden zu reservieren für das Abarbeiten von Vorstössen. Ich weiss nicht, wie viele Stunden sind, aber es ist
namhafte Anzahl an Stunden, die man quasi reserviert hat. Das haben wir sogar mal in der Parlamentsrechtsrevision haben wir das irgendwo mal diskutiert, ob jetzt das 7 oder 8 oder 9 Stunden oder was auch immer sollen sein. Und jetzt erwartet uns in den nächsten 3 Tagen oder heute und in den nächsten 2 Tagen, Dienstag und Mittwoch, eine Flut von Vorstellungen, die wir abarbeiten, die neu reinkommen und aber eben die Beratung von dem Legislaturprogramm. Bist du mal gewesen in der Legislaturplanungskommission? Ja, und zwar auf dein Anraten hin, Cedric. Ehrlich? Ja. Wo ich gewählt worden bin, hast du mir gesagt, hey, geh doch in die Legislaturplanungskommission, die ja nur so eine Ad-Hoc-Kommission ist, also die Takt eigentlich zwischen dem Dezember und jetzt, mehr oder weniger. So. Weil das ein guter Start ist als neue Nationalrätin, um dir einen Überblick zu verschaffen, wie viele Geschäfte es gibt, was sind so Themen, die auf nationaler Ebene beraten werden. Und das habe ich schon interessant gefunden. Ich bin aber auch froh gewesen, wir sind dort viele neue gewesen, weil es wirklich halt ein guter Start ist. Hat es jemanden dabei gehabt, ich weiß aber nicht mehr, wer das war, wo schon länger im Rat dabei war und auch so ein bisschen weiss, was der Ablauf auf jeden Fall ist. Immer so. Jetzt, dass man der Roger Nordmann quasi die Funktion übernommen. Ich glaube, es kommen auch alle Bundesrätinnen und Bundesräte vorbei, die ihr Programm quasi vorstellen. Und witzigerweise, ich war lange in der Staatspolitischen Kommission, immer nach der Diskussion zur Legislaturplanung gibt es Vorstöße in der Diskussion, ob man sie nicht abschaffen soll. Genau wegen dem, was du am Anfang erklärt hast. Es ist ja quasi systematisch so ein bisschen ein Ersatz von einer Regierungsprogramm. Andere Länder haben eine Mehrheitsregierung, die haben ein Regierungsprogramm, das haben wir nicht. Also haben wir Legislaturplanung. Nur weil die Schweizer Politik, wir wissen, sich aus jedes Mal anderen Konstellationen wieder Mehrheiten bildet im Parlament und auch an der Urne, ist auch der reale Impact von der Legislaturplanung doch bescheiden am Schluss. Also man haltet sich dann auch viel nicht. Es ist oftmals viel progressiver, als das, was sich zeigt in der Legislatur. Entsprechend. Darum gibt es jedes Mal eine Diskussion, braucht man sie noch oder braucht man sie nicht. Bis jetzt ist das Parlament immer zum Schluss gekommen. Rein symbolisch ist es wichtig, dass das Parlament die oberste Behörde ist, die am Bundesrat zeigt, was haben wir eigentlich in den nächsten 4 Jahren vor. Nicht falsch, wenn dann allerdings Corona kommt, sind Prioritäten sowieso anders. Und es ist natürlich schon so ein Moment, wo, und das nutzt auch jede Partei, wo man wie so ein bisschen sagen, was sind unsere Schwerpunkte, was wollen wir, dass das drin steht, sei das im Klimaschutz, sei das in der Gleichstellung. Wir haben gefühlt jedes Mal den Vorstoss wieder eingereicht, dass der Steuerbetrug endlich muss richtig geahndet werden, weil die Milliarden brach liegen, die quasi eigentlich zur Verfügung müssen, statt im Bund. Also so, ja, es hat auch so ein bisschen den repetitiven Charakter in dem Sinn, dass jede Partei eigentlich auch so ein bisschen zeigt, was ist ihres Legislaturprogramm eigentlich. Schauen wir, ob das Jahr wieder das einigermaßen progressiv rauskommt und vor allem etwas daraus machen können. Gehen wir zu der Frage. Ja. Warum wird Rechts- und Linksextremismus immer gleichgesetzt? Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt die sogenannte Hufeisentheorie, die sagen, die politischen Extreme, in Anführungszeichen, treffen sich am Ende wieder. Meine Erfahrung ist in der Praxis, dass das insbesondere jedes Mal dann benutzt wird, wenn man über Rechtsextremismus redet in dem Land. Dann sagen wir, ja, aber es gibt ja auch die Linksextremen. Und ich finde, man kann auch über antidemokratische Tendenzen von links reden, das ist schon gut. Aber ich finde es frustrierend. Ich habe das Gefühl, wirklich, seit ich mich engagiere, seit 20 Jahren, ist das immer die Ausrede, die von rechts kommt. Oder machst du andere Erfahrungen? Nein, jedes einzelne Mal, bis heute. Die SVP Spitze, die sagt, Frage, was möchte die Rechtsextreme? Linksextremismus ist das grösste Problem und die Linken müssen endlich aufräumen. Genau. Ohne dann müssen die Frage zu beantworten, oder sie beantworten sie zumindest. Die Gegenüberstellung stimmt das auch nicht. Also Faschistinnen und Faschisten, die andere Leute für minderwertig halten, andere Menschen und vernichtenswert, ist einfach mit nichts vergleichbar, selbst wenn es auch auf der linken Seite komische Bewegungen gibt, das ist klar. Was ist deine Meinung zum EU-Migrationspakt? Nicht eine hohe Meinung habe ich von dem EU-Migrationspakt, wo eigentlich wirklich versucht, erneut das Konzept von Abschottung Europa voranzubringen, in dem Sinn, dass jetzt eigentlich fast in Aussenlager Geflüchtete zusammengehalten werden und dort ihr Asylverfahren durchlaufen. Also so eine sukzessive Verschiebung von der europäischen Grenze eigentlich außerhalb von Europa. Ich habe das Wochenende wirklich krassen und eindrücklichen Doc gesehen, der wirklich zeigt, wie die Europäische Union auch irgendwie Grenzfälle finanziert, die in der Türkei stehen, zum Iran zum Beispiel. Ich muss schon sagen, also das soll nicht sein. Null Verantwortung übernehmen dafür, wie menschenwürdig umgegangen wird, die auf der Flucht sind. Das einzige Positive, man könnte sagen, dass es einen Versuch gibt von einem Solidaritätsmechanismus, finanziellen Ausgleich, ist aber de facto auch ein Ablasshandel. Genau, gleichzeitig können sie keine Länder freikaufen, die keine Ausländer oder keine Flüchtlinge aufnehmen.
Wie ordnest du den Angriff vom Iran auf Israel ein? Hey, das hat mir vor allem im ersten Moment ziemlich Angst gemacht, muss ich sagen. Als ich die Schlagzeilen gesehen habe, das iranische Regime, ich glaube 300 Drohnen sind so ungefähr gewesen, die man abgeschossen hat auf Israel. Ich meine, da gibt es nichts, das zu verurteilen. Das ist ein schreckliches, theokratisches, faschistisches Regime. Da haben null Sympathie bei aller Kritik, die wir ja haben am Vorgehen von der Netanyahu-Regierung im Gazastreifen. Der Iran hat da nichts zu suchen und das ist kein Regime, das man verteidigen kann. Ich habe jetzt Interpretationen gelesen, wo eher sagen, ja, das ist eher quasi eine innenpolitische Massnahme gewesen, das sei bewusst quasi ein schwaches Signal gewesen. Ich kann das zu wenig beurteilen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, das stimmt. Mhm. Weil eine Eskalation zwischen Iran und Israel wäre eine Katastrophe. Oder zwischen einer Atommacht und einer Fast-Atommacht oder Iran könnte sein, wir wissen nicht genau. Das wäre ein Albtraum, ein Nuklear. Und ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber viel schneller im Moment ist da schwierig dazu zu sagen. Reden wir Linke zu hochstochen? Hey, ich finde, das ist so ein Vorwurf oder so ein Vorurteil, den man gerade der SP gegenüber immer wieder macht und wo ich recht oft bedacht bin, dass man es eben nicht macht. Ich tue wirklich konsequent aus jedem Interview jedes einzelne Fremdwort ausstreichen. Wir haben einen Journalist wollen ein Fremdwort unterstellen. Dann habe ich gesagt, ich habe das gesagt. Nicht so, das habe ich 100% pro nicht gesagt, weil das existiert in meinem Wortschatz wirklich einfach nicht. Und von dem glaube ich schon, dass es auch man selbstkritisch immer wieder muss anschauen, ist man lesbar, ist man verständlich in der Art und Weise, wie man etwas formuliert. Auch wenn etwas kann kompliziert oder komplex sein, heisst das nicht, dass man dann zu hochgestochen eben muss reden. Man kann auch komplexe Sachen verständlich überbringen. Und das finde ich, von dem sind wir nicht gefeit und das müssen wir üben und machen. Ich hoffe, das war verständlich gewesen. Die Frage auf jeden Fall ist es gewesen. Wenn ihr wie immer Fragen oder Kommentare habt, dann freuen wir uns über ein E-Mail an meierwermuth@spschweiz.ch oder einen Kommentar in der Kommentarspalte. Wenn ihr meldet, manchmal nicht ganz versteht, dann es geht uns auch so. Ein Trick ist, den Podcast abonnieren, egal wo ihr ihn schaut und hört. Wir versuchen zumindest ein bisschen Ordnung zu bieten und uns auch selber zu verschaffen. Und wenn ihr Lust auf das habt, dann hören wir uns nächste Woche wieder.